Soweit, ja. wenn ich mich zurückerinnere, wollten wir doch jetzt alles skippen, oder? Genau. Wir hatten beim letzten Mal ja erfolgreich die Mission abgeschlossen. Und wir wollten jetzt skippen, gucken, was hier mit der am nächsten Tag erstmal die Silage aufdecken. Und dann vermutlich skippen, bis wir ernten können. Ist mal irgendwie denn da? Noch nicht. Dann können wir ja schlafen. Verdammt. Ich war schneller als mein Schlafen. Habe ich euch jetzt geweckt? Ja, hast du. Sehr gut. Und dann, wir haben übrigens letzten Monat haben wir 74.000 Euro Minus gemacht. Eil? Weil jemand für 110.000 Euro ein Gerät gekauft hat, ein Fahrzeug. Wer war das? Ich habe Hat keine vielleicht so Ahnung. eine komische Tanksäule, die Nee. nicht funktioniert? Nee, Baukosten waren nur 7.000 Euro. Aber dafür haben wir 3.000 Euro mit Gebäuden gemacht, 700 mit verkauften Produkten und 700 mit Einnahmen von Ernten. Und Ja. was ist hier mit unserer Solaranlage? Und die arbeitet offensichtlich. Ich glaube, das sind Nee, die ich. Gebäude. Doch, ich glaube, das sind Was? die Gebäude. So, Deck auf hier. Ja, ich decke auf. Bam! Und Bam! hier? Und hier zwischen? Dazwischen ist Verbot. Wir haben das Silo dermaßen verbuggt, glaube ich. Oh, ich glaube, wir haben das Silo kaputt gemacht. Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier Dinge. Was machen wir jetzt mit der Silage? Das können wir jetzt verfüttern an die Tiere. Aber wir haben Ja. keine Tiere. Als wir das gemacht haben, stand noch im Raum, dass ihr Viehzeug haben wollt. Ja, wir können uns so viel Zeug kaufen. Hey, was kostet die Was Welt? Jetzt mal kostet die ganz Welt? Ja, aber wir ehrlich. müssen auch zur Ernte brauchen wir auch noch ein Gerät, ne? Dann Das kaufen wir weißt das du. Gerät, das ist wichtiger. Wir wollen ernten. Kaufen wir das Gerät, was wir zum Ernten brauchen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie den Pixel finde, wo ich den letzten Teil des Silages aufdecken kann. Was fehlt uns denn noch? Für ein Gerät. Und kann ich die Silage hier auch rausziehen oder ist das verboten? Wie rausziehen? Müsste ja eigentlich wieder mit dem Ladewagen. Was ist denn mit der Maus? Genau, es muss ja irgendwie, wenn wir Tiere hätten, haben, werden sollen, müssen wir hier irgendwie das Futter zu ihnen bringen. Das heißt, es muss ja, und ich meine, ich habe noch keine Mit dem Schaufel gefunden. Ladewagen zum Beispiel. Was ist denn ein Ladewagen? Nein, mit dem Ding, was wir da, wo wir das Gras aufgesammelt haben und Nein, das nein, dann hier nein, drin ja, gefüttert. nein, 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 ja, nein, 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 ja, nein, 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 nein. das muss in ein extra Futterwagen, Das ist nicht die deren Silage. Ernst. Nee, Das ist doch ein Hohn. Das ist doch nur zum Gängeln der Spieler. Das ist doch in echt nicht so. das ist in echt so. Weil diese Tierdinger, die haben nämlich drinnen noch so ein Ding, sondern so eine Schraube, die das alles umrührt die ganze Zeit und an der Seite so ein Gang, wo das dann in die Tröge gleich reingestopft wird. Das, Und der also. Ladewagen kann ja nur hinten ab. Ja, das Da. Umrühren, das kannst du auch machen, indem du da irgendwie einen Hinz oder Kunz reinsetzt, der die ganze Zeit mit einer Mistgabel drum rumstochert. Ja, ich rufe dich nächstes Mal an. Bitte. Wenn immer wieder. Ihr macht das doch eh nicht, ihr lasst es doch machen. Hast du beim letzten Gar Mal nicht. Wieso erzählt? lügst du? Du hast beim letzten Mal erzählt. Maemi hat den Server verlassen. Ja, komm nicht wieder. Sehr gut. Du hast beim letzten Mal erzählt, dass ihr Teile dieses Prozesses outsourced. Ja, lediglich das Pressen. Ja, siehst du? So, was braucht man jetzt für ein Erntegerät? Was kaufst du denn Ich, da? das Erntegerät habe ich schon gekauft. Jetzt fehlt nur noch das Schneidwerk. Das findet man unter. Das habe ich jetzt auch gekauft. Was hast du? Ist das ein Mähdrescher? Ja. Was hast du da gekauft? Mähdrescher. Welchen? Den allerletzten, wenn du durchscrollst. Den Ja. Dominator. Genau den. Wir dominieren das verdammte Feld. Weil ich denke,
dass alles andere zu groß ist für uns. Und ist der... Huch, warum haben wir Plus? Wieso haben wir Plus gemacht? Ich hab Geld ausgegeben. Ich hab kein Plus gemacht, bei mir haben wir Minus gemacht. Ja, aber wir haben 350.000. Das hatten wir die ganze Zeit doch schon, oder nicht? Nee, wir hatten 300.000. Du musst jetzt aber... Ja. Das Schneidwerk auf den Schneidwerkanhänger drauf machen. Was ist ein Schneidwerk? Bist du gerade? Sind zwei Gerätschafte. Ich gehe mal ganz kurz raus. Warte, ich steig mal ganz kurz aus. Wir kommen noch mit dem Ding gar nicht um die Kurven. Doch, kriegen wir hin. Was ist davon das Schneidwerk? Welches dieser beiden? Na, was könnte das Schneidwerk sein? Das sind alles irgendwie. Und was könnte der Schneidwerk-Anhänger sein? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Warum gibt es einen Anhänger für Schneidwerk? Wieso kann ich das Schneidwerk nicht einfach anhängen? Warum brauche ich ein extra Gerät? Ich demonstriere. Demonstrieren Sie. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Es sieht so schön aus, wie du da drinnen sitzt. Ach, guck mal, können wir die Quest noch abgeben? Warte mal, haben wir die Quest hier? Können wir die... Ich möchte die abgeben. Wir haben immerhin... Nein, können wir nicht, offensichtlich. So, und jetzt siehst du vielleicht, dass dieses Geschütz allgemein schon sehr breit ist und das Schneidwerk ist noch breiter. Damit kommen wir durch gar nichts durch. Wohl. Ja, okay, normalerweise kommt man dadurch gar nichts durch. So. Okay, und deswegen hast du jetzt einen Anhänger gekauft. Der das Ganze nur noch länger und größer macht. Ich stelle nur Fragen. Oh ja. Mein Gott, Synchronisation. Ja, genau. Nein, es ist... Huch Gott, habe ich das hier schon wieder alles kaputt gemacht? Es sieht gut aus, Traffi. Das sieht super aus. Ach, das ist doch auch alles zum Mäusemelken hier. Ich hab Spaß. Nee, aber es ist tatsächlich in Deutschland auf jeden Fall Vorschrift, dass du das nicht dran haben darfst und damit offen. Weil das ist ja auch Gefahr, ne? Weil vorne sind ganz viele Messer und Spitzen und Piker dran. Ja. Und es gibt sogar auch Teile der Welt, wo dieser Anhänger, also dafür brauchst du eine Sondergenehmigung, dass du das mit dem Mähdrescher überhaupt ziehen darfst. Wirklich? Ja. Wegen den Messern hier vorne oder was? Nein, aber weil es viel zu lang ist. Und das Ding, Mähdrescher fährt ja nur, weiß nicht, 20, 25. Jetzt verstehe ich. Du hast das auf den Anhänger. Ach so. Jetzt sind die Messer natürlich total geschützt. Wer hat denn den Pickup geparkt? Traffi! So. Und jetzt hätte man ja Überlänge, dies, das, jenes. Ja. Und es gibt ja auch noch längere Schneidwerke, also 12 Meter und so. Ja. Wie lang ist irgendwas? Was hast du jetzt gekauft hier? 5,10 Meter. Meine Güte, das ist ein bisschen mehr als 40 Zentimeter. Ich komm nicht um die Kurve. Ach wirklich, Traffi? Du hast das ganze Geschoss länger gemacht und kommst jetzt nicht um die Kurve. Wirklich, Traffi. Ja, das ist ja doof hier alles. Also, das ist ja ein Zufall. Ich erinnere mich. Nee, das Problem ist, der hat ja eine Hecklenkung. Soll ich den Baum mal hier niedersägen? Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube schon. Du darfst diesen Baum nicht fällen. Also nur weil ich es nicht darf, heißt es nicht, dass ich es nicht tue. Ich kann dir leider nicht helfen. Mit Gewalt und Aggression komme ich hier nicht weiter. Sieht spannend aus, was Traffi hier macht. Sieht auch nicht gut aus für uns. Nee, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, habt ihr Austin Powers gesehen? Kennt ihr die Szene, wo er in diesem Golfkart sich da irgendwo festfährt? Ich habe so ein bisschen Austin Powers Vibes.
Kann man... Oh, scheiße, falsche Taste. Hallo. Nein, das ist auf. Wie geht denn die Map auf? Escape. Escape. Aber wenn ich nach rechts fahre, komme ich ja nirgends an. Du kannst aber über die Felder fahren. Ja, ist die Frage, geht das? Ja, hier, warte, lass mich ganz kurz. Ja! Oder? Hier ist ein Gebüsch. Hier ist Gebüsch. Nee, ich muss ja zur anderen Seite raus. Aber ich glaube, ja, wie hast du den denn befreit? Ja, ich habe so meine Tricks und Kniffe für dieses Spiel. Aber ja, du kommst da durch. Du kommst hier durch auf der Seite. Ich habe gesagt rechts, nicht links, wo du bist. Sorry. Aber ja, kommst du auch durch. Ist doch recht nur Gebüsch. Gebüsch. Und Gebüsch ist nicht existent. Fahr mal nach Hause. Nimm mich mit, ich will nicht mit diesem Mann unterwegs sein. Mit mir wird nicht besser, glaub mal. Vor allem kann er mit keinem würde nicht mitfahren. Hä, wie hänge ich denn jetzt schon wieder? Alter, du musst dir vielleicht ein bisschen Licht machen. Ich sehe auch. Du hängst an dem Baum hier, du hängst an dem Baum. Warum ist denn da ein Baum? Mach den weg. Kann ich nicht, der gehört nicht uns und ich darf. Wo hänge ich denn da? Ach, da hier. Vorne. Hier vorne. Oh, ich glaub das nicht. So, dein Gesicht ist im Ast. Das sieht so gut aus. Ich bin fest. Du bist ein Fest. Das ist doch nicht wahr. Hier ist auch noch ein Zaun und alles. Ich hänge überall drin, wo man drin hängen kann. Maimi, kannst du mit deinem Gefährt zurückkommen? Ich nehme den ganzen Weg rückwärts schaffe zu fahren. Ja, wir müssen, glaube ich, Traffi rammen. Nein, stopp. Oh, er hat es geschafft. Aber du hast deinen Anhänger verloren. Den habe ich. Nicht lange, was soll das heißen? Die kennt dich. Ich krieg den nicht. Ja. Ja, der muss abgeholt werden mit einem anderen Gefährt. Aber das kann doch keiner, oder kann das ein anderer? Oh, das kann ja jeder Schlepper. Wirklich? Sitze ich in meinem? Ich sitze sogar in meinem, was ein Zufall. Also kann ich heimfahren. Du kannst heimfahren. Cuts to the rescue. Oh. Cuts to the rescue. Ach, dieses Spiel. Dieses Spiel und seine Physik ist schon eine eigene Herausforderung. Das ist schon eine eigene Schwierigkeit. Das ist schon eine eigentliche Schwierigkeitsgrad. Weißt du, das Spiel selbst ist nicht so herausfordernd wie die Physik. Und das Map-Design. Ha! Wo komme ich denn hier lang? Da komme ich lang. Hoffe ich mal. Bob, wo muss ich lang? Ein ellenlanger Weg. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, warum wir uns dieses Feld da hinten ausgesucht haben. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat. Vorsicht, Traffi, das Feld, du musst nicht in das Feld fahren, wo, also nicht geradeaus, du kannst in das Feld fahren, aber dann musst du dich nach links orientieren. Also wie du siehst, ist eine Halfpipe, keine Ahnung. Evan ist eine Halfpipe. Ja, wie soll ich denn? Orientier wie soll ich links. Da durchkommen? Orientier dich nach links. Fahr da ist ein Zaun. Ja, Evan ist halfbar. Och, Leute. Ach ja, dieses Spiel macht uns noch wahnsinnig. Hey, wieso geht die Tür nicht auf? So. Ach nee, also. Ach Gott, wie geht denn diese Steuerung im Rückwärtsfahren? Ah. Schon ein besonderes Spiel. Dieses Tor ist zu schmal für der Gerät. Tja. Was kaufst du auch so einen großen? Ja, Treffi? Use your German words or English? Any language in existence, please? Da ist ein Zaun zwischen... Das ist eine existierende Sprache, korrekt. Gut erkannt.
auch nochmal so ein... Oh, ich kann... Ah, nicht mehr. Bin ich schon fast da? Ja. Ja. Definieren wir mal als fast da. Jetzt fahr den Weg, fahr. Diese Kurve folg dem Weg. Du hast hier keinen Anhänger, mein Freund. Ja, ich habe aber Heckantrieb, ich häng schon wieder fest. Das ist nicht dein Ernst. Diesem... Ich bin schon da. Hilf mir doch jetzt. Ich lach dich aus. Hilft das? Mach den Anhänger ab. Mach den Anhänger... Ach, das wird doch nur kurz. Was willst du denn jetzt hier? Was soll ich denn tun? Drück. Mach was. Ja, von hinten jetzt. Hinten. Das ist vorne. Ich hab keine Ahnung, wo bei dir hinten und vorne ist, Raffi. Du siehst hässlich in allen Richtungen aus. Super. Das hat mich gar nicht getroffen. Du wolltest den Dominator. Jetzt dominiere die Straße, mein Freund. Ich hab's. Hab ich gar nicht. Oh. Guck mal, ich kann nicht mal gerade auf dieser Straße fahren. Dieser Baum mich jetzt direkt wieder behindert. Zeit hierher zu kommen, das wird noch eine Weile dauern mit dem Mann. Was? Ja, das ist wichtig. Das brauchen wir noch. Oh. Na, was ist bei dir jetzt los? Nix. Warum? Jetzt ist hier wieder eine Kurve. Wo muss ich überhaupt hin? Nach rechts. Das ist ja. Du musst wirklich nach rechts. Das richtige rechts, nicht mein ja, rechts. Ja, Doc! Sei doch mal jetzt still. You're the man now, Doc. Hast gesehen, wie gut ich die genommen habe? Total. Steht sogar hinten drauf. Achtung, Fahrzeug schert aus. Oh mein Gott. Der Mann hat aber auch, das Moped hat aber auch hier Power. Ich darf es ja nicht mehr Auto nennen. Obwohl es vier Räder hat. Und einen Motor. Und Türen. Definition eines Autos. Das ist schon sehr laienhaft. Gibt auch Autos mit drei Rädern. Das ist kein Auto. Und wie würdest du denn Autos definieren? Wieso ist das kein Auto? Weil ein Auto vier Räder hat? Nein, es gibt Autos mit drei Rädern. Welches stimmt? Außer nach einem Unfall. Nein, es gibt richtige, so kleine 45er-Mobile zum Beispiel. So einer fährt hier im Dorf auch rum. Ja, aber das ist doch kein Auto. Nee, was denn? Es ist doch so ein Mittelding zwischen Moped und Auto. Das hat doch einen speziellen Namen. Die heißen doch... Das ist doch irgendwas Italienisches. Ich weiß, was du meinst. Die haben doch einen italienischen Namen. Automobil. Du bist ein Auto. Oh Gott, du machst mich wahnsinnig. Können wir jetzt bitte skippen? Ja. Wo will mal Emi hin? Ich wollte Rasen mähen, aber alles gut, wir können auch skippen. Wo willst du denn? Haben wir denn jetzt alles, was wir brauchen? Keine Ahnung. Ja, einen Anhänger haben wir, ein Ding haben wir, wir haben... Aber wir wollten doch... Warte. Traffi, stopp, bevor wir jetzt skippen. Was brauchen wir, um Tiere zu füttern? Es kommt auf das Tier drauf an, Mr. Katafi. Na, wir haben ja Silage. Welches Tier können wir denn mit Silage füttern? Ja. Nur Kühe? Weiß nicht, ob Schweine auch. Woran sehe ich denn das? Weiß ich nicht. Tippt. Ich glaube, Pferde brauchen nur Heu. Kann das sein? Ach, da sind Symbole dran.
Kann ich nicht erkennen und Gras. Und Kühe können, kann ich nicht erkennen. Ja, ich guck grad nach den Symbolen. Wo ist das denn zu sehen? Bei Tierhaltung? Nee. Ja, nee, bei Tiere. Diesen... Ja. Tiere? Mischration steht bei dieser braune Klump mit eben grünen. Ja, Gras und der, ich glaube, Mischration bekommt ihr, indem ihr einen Futtermischer holt. Beziehungsweise wir haben ja einen Futtermischer und da machen wir dann Silage rein. Wir haben einen Futtermischer. Aber da müssen auch noch ganz viele andere Sachen rein, soweit ich weiß. Ein Futtermischwagen mischt Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh zu TMR. Bestehend aus 60% Basisfutter und 40% Kraftfutter. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kuhstall baue, eine Kuhwiese, können wir die nicht mehr füttern? Noch nicht. Warum nicht? Na, wir bräuchten noch Heu und Stroh. Wobei aber Stroh können wir machen nicht... wir ja. Machen wir? Ja, wenn wir die Gerste ernten, dann machen wir ja Gerstenstroh. Okay, das heißt, wir ernten jetzt erstmal. Wir skippen jetzt bis zum Ernten und gucken, was wir dann haben. Mineralfutter weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Ja, das egal. Ist, was man sich kaufen kann. Denke skippen ich. Jetzt. Ich sehe lustige Bewegungen. Das war Schnee. Schnee? Es gibt Schnee in diesem Spiel? Nein. Jetzt im Januar. Natürlich gibt es Schnee. Schnee? Ich wollte doch gerade nur ärgern. Schnee? Schnee? Jetzt haben wir nur plus 400 gemacht. Wieso haben wir Kreditzinsen? Was für einen Kredit haben wir denn? Ja, wir machen... Ach, weil wir nicht so lange gespielt haben. Das ist ja lächerlich. Die Solaranlage arbeitet also nur in der Zeit, in der wir auch spielen. Das heißt, wenn wir skippen, arbeitet sie nicht. Und offensichtlich... Ja. Warte mal, lass mich mal ruhig. Was sind denn aber... Wieso haben wir Kredite? Wieso haben wir seit letztem Monat Kredite? Wer von euch hat Kredite aufgenommen? 220.000. Und noch den letzten Monat gerade geskippt? Ja, aber im letzten Monat haben wir plötzlich Kredite aufgenommen, im Oktober. 320.000? Ja, irgendjemand hat 220.000 Euro Kredite angenommen. Und wir kriegen gerade Geld! Jemand drückt Leertaste bei den Finanzen, ihr Nudels. Miami, du machst gerade Kredite. Kann das sein, dass du gerade uns Kredite aufgehalst hast? Ja, 200.000 sind jetzt weg. Ja. Was machst du? Hör auf! Ich zahle unsere Kredite zurück! Miami hat Kredite aufgenommen. Warum? Ja. Weiß ich nicht. Wir hören doch sowieso auf, dann zu spielen. Also können wir ja auch ein bisschen Geld ausgeben. Ja, aber wir geben kein Geld aus. Wenn wir Geld brauchen. Ich hab dich doch gefragt, wo auf einmal das ganze Geld herkommt. Miami hat das gemacht. Ich lache hier die ganze Zeit und Discord hört das nicht. Es ist schon schön. Raps hat Blüte. Oh, Raps. Nein, der Raps ist im Wachstum. Raps hat Blüte. Aber er blüht. Und die Gerste ist auch noch im Wachstum. Ja, Raps. Blüte heißt ja auch nicht, dass man sie ernten kann. Das stimmt, aber Raps stinkt bestialisch, wenn er blüht. Es riecht gut. Stinkt doch nicht. Kohl stinkt. Kohl jetzt stinkt ist Kohlzeit. Das sind beides Kohlgewächse. Du bist ein Kohlgewächs. Raps stinkt doch nicht. Raps stinkt. Nein, warst du schon mal draußen? Hast du schon mal Raps gerochen? Ich war schon in Rapsfeldern, ja. Und das Tolle ist, dass Rapsgeruch schon in den Klamotten auch sehr gut hängt. Gib! Sind wir jetzt? Jetzt sind wir doch schon Juno, ne? Mhm. Jetzt müssten wir die Gerste ernten können. Ja. 5000, Alter! Beides noch im Wachstum. Traffi, du lügst. Oh, Gerste ist erntereif? Ach. Miami, du lügst. Weil ich noch im Wachstum. Oh, die sieht aber schön aus, die Gerste. Oh, das kleine... Ist Gerste so klein? Ich weiß, dass ich durch Rapsfelder damals mal wirklich richtig durchgelaufen bin und weg war. Na. Da warst du noch ein kleines Kaninchen, oder? Und wenn noch ein ganz kleines Kaninchen, ja. Und Gerste, oh puh, Gerste, Maisfelder hatten wir bei uns noch um der Ecke. Das ist doch immer nur so hüfthoch. Nee, ich bin halt wirklich verschwunden durch die Gerste, durch den Raps. Aber nur noch gucken, wie wir auf das Feld jetzt hier drauf kommen. Genau, was kommt jetzt, was ist jetzt, also, Traffi. Was nun? Der Dominator. Der Dominator. Muss jetzt hier hin. Ja. Mit dem Mann davor, ne?
Ja, aber ich würde wahrscheinlich empfehlen, dass das Schneidwerk hier an den Rand gestellt wird und dass man das auf dem Feld ankoppelt. Nicht nötig für einen echten Landwirt. Wie docke ich denn das an? Mit Q. Aber du bleibst ja überall hängen damit. Was ist das Ruhig mal? jetzt. Da, Q. So. Nicht nötig für einen echten Landwirt. Lass mal. Ich zeig dir mal, wie ein echter Landwirt das macht. So. Und du weißt, dass wenn du jetzt über das Raps rüberfährst, ist es Oh ja. weg. Solange mache ich nicht an. Machst? Oh Um Gott. die Uhrzeit klingelt bei uns an der Tür? Katastrophe, du kommst hier nicht lang. Bitte wenden Sie und fahren Sie außen rum. Woher wollen Sie wissen, dass ich da nicht durchkomme? Ich Haben hab's Sie es versucht, probiert? Raffi. Haben Sie es schon Ja, probiert, da mal. durchzukommen? Das ist alles Zaun und Zaun ist Das ja hier hier vor wie mir so eine ist zu? Meterwand. Ist das Zaun? Das ist kein Zaun. Oh. Wieso Aber ist das ist das weg? alles Zaun. Du kannst komplett am Zaun vorbeifahren und dann hinten zweimal um die Kurve versuchen zu fahren. Wenn du Warum ist jetzt sie über hängen? dieses scheiß Rapsfeld fährst und ich dir gesagt habe, dass es weg ist, dann platzt mir hier gleich eine Ader. Das klingt nach zwei. Trafi? Oh, ich bring dich um. Das Ach, hast und du auf beim einmal ist letzten ein Mal. Zaun da. Fiona wartet. Oh, Fiona wartet. ehrlich. Ja, Trafi. Ehrlich. Ja, ehrlich. Was kann ich für dich tun, Herr Ehrlich? Ich Warum ist weiß denn das nicht, wo du jetzt hin weg? willst. Ich weiß es auch noch nicht. Ja, weil du über den Ad Ertrag, über die Frucht drüber fährst. Ja, aber das hat doch bei den anderen Sachen bisher auch keinen Schaden angerichtet. Aber bei Ja, was dem willst du? Bei schon. Gras kannst du ja auch nichts kaputt fahren. Wieso kannst du bei Gras nichts kaputt fahren? Auch Gras kann kaputt gehen. Wieso ist denn das Nee. ein Heckantrieb? Was ist denn das für ein Unsinn? Guck dir die kleinen Räder an. Wie kann das ein Heckantrieb sein? Einfach drauf, Kaffee. Voll drauf. Jawohl. Fast. Oh, ja. Kannst du den Antrieb wechseln, Katanever? Ich glaube nicht. Bei manchen geht das. Oben links steht, was du tun kannst. Ja, das Tempomat kann ich ändern. Ja. Weil er immer alles besser weiß. Weil er einfach gar nichts weiß. Ja, das ist alles richtig. Warum machst Ich du unseren wohne Raps lieber. kaputt? Drami, guck dir mal unser Feld an. Wie viel Raps du jetzt Boah, kaputt ich schnetzle dich gleich. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Nee, das ist einfach dumm von dir. Das ist nicht das erste Dumme, was ich mache. Sabotage. Was passiert, wenn ich das tue? Was passiert, wenn ich das tue? Boom. Was passiert, wenn ich das mache? Üh. Ja, du klappst ihn einfach nur auf, und der Ernte bereit ist. Aber ich kann das vielleicht machen, dann Ja, passiert und auch dann. nichts. Cool. Oh. Wir wollen das Let's Play ja eh beenden, ne? Und ich glaube, das ist der Nee, das sehe Moment. ich jetzt nicht ein, nur weil du zu blöd bist. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!